Shalom Aleichem, guten Abend, vielen Dank, dass seid ihr so qualitativ heute gekommen, um zusammen zu lernen ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, soll Hashem soll mir geben die richtigen Wörter und euch die passende Ohren und Herzensbereitschaft zu hören. Ich werde erzählen eine Geschichte am Anfang, Geschichte am Ende und eine Hauptspeise. Und nachdem können wir miteinander Fragen, Bemerkungen, allgemein, was gehört zu diesem Thema. Sie ist sehr interessant, sie ist frisch. Ich habe sie vorbereitet in den letzten paar Tagen. Und ich bete Hashem, soll er öffnen meine Lippen richtig und mir den richtigen Kavana geben. Eine Frau aus Jerusalem, eine treue Tochter von ihrem Papa, hat ihren Vater jahrelang gepflegt. Sie war schon verheiratet und selbst mit Kindern. Ein Tag sagt der Papa, meine liebe Tochter, du tust zu viel für mich. Geh nach Hause. Ich kann nicht sehen, dass du so viel für mich tust. Sie hat nicht gehört. Sie hat weiter so liebvoll und ungewöhnlich an ihre liebe Papa gekümmert. Ein Tag sagt der Papa, liebst du mich? Ehrst du mich? Geh nach Hause. Das ist mein Kavod, das ist meine Ehre. Geh nach Hause. Sitz nicht so viele Stunden bei mir. Geh nach Hause, du hast genug zu tun. Gut. Die Mädel ist gegangen nach Hause und ein paar Tage später hat ihr Vater bekommen Herzinfarkt und niemand war zu Hause und er ist gestorben und die Tochter war am Boden zerstört. Traurig, verzweifelt, Schuld, schlechte Gewissen, Selbstbeschimpfung. Und diese ganzen Bardak-Gefühle und Salat hat sie natürlich genommen zu Passivität, zu Depression und zu einer richtigen Down. So eine Mädel, die hat so viel gemacht in so vielen Bereichen, der Tod mit dem Schuldgefühl hat sie fertig gemacht. Sie konnte es nicht verkraften, ihre Schuld. Ich konnte, er sollte, wir hätten und so weiter. Sie ist gegangen zu Rav Arye Levin, Zatzal. Und Rav Arye Levin hat ihr gesagt, hör mal zu. Jeden Mensch wird schon im Himmel eine Kapazität von Jahren zu leben. Manche wenig, manche viel, manche fahren in diese Welt bis die letzte Station und manche steigen in die Mitte. Dein Papa hätte gestorben, Azoi oder Azoi? Hätte er gestorben und du hast noch dazu dem Gewissen, dass du hast dem Ehre und Vater und Mutter nicht gemacht, das wäre schlimmer. Dein Papa hat dir gesagt, ehre dein Vater und geh nach Hause, dann ist alles in Ordnung. Und er konnte die Mädel einigermaßen beruhigen. Jeder eine von uns ist treu zu dem Papa und natürlich, wenn die Zeit kommt, kommt und ein Mensch wird nicht sterben, eine Minute vorher, aber auch keine Minute nachher. Das ist unsere kleine Geschichte Anfang. Noch eine kleine Einführung und dann beginnen wir die Hauptspeise. Wenn ein Mensch kann nicht herrschen sein böser Trieb, dann soll er lernen Torah, das ist so wie ein Gewürz, oder soll er denken über den Todestag, über den Tag, wo er stirbt. Soll er es fantasieren, Vorstellungskraft, er geht in den Friedhof, alle gehen nach Hause und er bleibt im Grab, kommt vielleicht noch ein Fuchs,
Die ganze Familie geht nach Hause, isst Eier, Linsensuppe, Bagel mit Lachs und zum Schluss trinken noch ein Gläser Whisky und er bleibt alleine im Grab. Keine Freunde und nichts. Interessant. Es gibt in dieser Welt zwei Gesichter zu dem Tod. Eine heißt Pachad, Angst, und der andere heißt Freude. Wir müssen verstehen, wofür haben wir Angst? Und wir müssen verstehen, von was können wir Freude haben? Okay. Von was haben wir Angst? Von drei Sachen. Eins, zu verlieren alles, was wir haben. Zwei, wie wird sein die Kündigung vom Tag? Also wie sieht es aus, diesen Schnitt, wenn der Mensch ist gekündigt von dieser Welt? Drei, was passiert danach? Also das sind die drei Ängste, die der Mensch hat. Verliere ich alles? Die Freunde, die Mischproche, die Liebe, die Erinnerung, den Genuss, wie sieht das aus? Wie geht man weg? Also es gibt 999 Wege zu sterben. Das Allerbeste ist ein Kuss, so wie Moshe, Aaron, Miriam, gehen schlafen, kriegen einen Kuss von dem Ribbonischen Eulam und nicht aufstehen. Das ist optimal, darum sollen wir beten. Das Allerschlimmste ist mit Magenproblemen, um zu korrigieren, dem Leidenschaft von Essen. So sagen die Kabbalisten. Und deshalb ein Mensch sagt, wenn schon sterben, soll ich nicht spüren, soll ich nicht Angst haben und frag Menschen, was ist dir lieber, Tod oder Krebs? Die manchen sagen Tod. Weil Tod klingt nicht bei mir. Also ich sterbe nicht. Ich werde leben so ungefähr 777 Jahre. Die anderen sterben überall. Der Zohar, Rav Shimon bar Yochai, sagt, dass ein Mensch hat in sich einen Ausstoßfaktor. Ich arbeite in Altenheim. Kommen Damen 92 zu den Freundinnen. Sie denken, sie werden noch leben, jahrelang. Es gibt von Zeit zu Zeit, wo der Mensch ist geschüttelt, aber es dauert halbe Stunde, Stunde. Und danach denkt er, ich werde leben, die anderen sterben. Aber krank werden doch alle, krank will ich nicht sein. Also, was ist Angst, haben wir schon gesehen. Angst bedeutet, was verliere ich? Zwei, wie passiert es, dem Kündigung? Drei, was passiert danach? Und das wollen wir heute lernen. Wofür leben wir? Wie stirbt man? Und was passiert danach? Ich werde euch alles erzählen heute, was steht in unserer Schrift. Je mehr der Mensch ist verbunden mit der Welt und es geht ihm gut, boah, will er nicht gehen. Wenn es geht gut, will jeder bleiben. Wenn ein Mensch ist verbunden und er hat qualitatives Leben, er will keine abschalten. Er will die Steckdose immer gebunden in alle guten Sachen. Freunde, Liebe, Geld, Frauen, Ehre, Anerkennung, Spaß, Genuss, Vergnügen. Er will nicht, sondern nicht abschalten. Also je besser willst du gehen, bedeutet die abgebrochen, abgeschaltet, ausgeschaltet. Wenn viele Sachen sind schon von dem Mensch ausgeschaltet, irgendwann sagt er, okay, ich bin bereit ausgeschaltet werden, weil sowieso sehe ich nicht den Sinn mit dieses Leben weiter. Aber auf jeden Fall, wenn ein Mensch ist verbunden mit seinem animalen, physischen Körper und es geht ihm gut, oho, hat er Angst zu sterben. Oho. Und je größer und schöner sein Leben, seine Angst vermehren sich von Tag zu Tag. Okay. Wer hat wenig Angst vom Abschalten? Derjenige, wo sein Körper war nicht im Mittelpunkt, sondern die Seele. Er freut sich. Er geht um das, was er erwartet. Der hat gefunden ein Bewusstsein von Spiritualismus, von Altruismus, von Idealismus. Bei ihm ist die Neshome, die Seele, die Hauptsache, nicht der Körper. Wenn die Körper ist die Hauptsache, klar, hat man Angst, will man nicht sterben. Aber wenn die Seele ist die Hauptsache und das ist der Unterschied zwischen einem Mensch und einem Tier, das werden wir bald lernen.
Lass ich mir nur dem letzten Wort bei der Einführung und dann beginnen wir. Rabbi Nachman von Breslau sagt, Kol ha'olam kulo, gesher tzar meod, die ganze Welt ist eine schmale Brücke. Und die Hauptsache, also das Ziel, was muss man am Leben machen? Lo lefached klal, also nicht Angst zu haben. Also Rabbi Nachman sagt, was ist diese Welt? Es gibt überschwimmende Wasser und wenn man will von einer Seite zu der anderen überqueren, muss man eine Brücke machen und die Brücke muss stabil sein und die Brücke ist beängstigt, weil du siehst andere fallen von der Brücke und sie ist nicht stabil und am Ende von der Brücke du weißt nicht, was passiert. Sagt er, die Hauptsache ist, nicht Angst zu haben. Okay, das ist unsere Einführung und ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Wenn jemand bei der Einführung hat etwas nicht verstanden, jetzt zu melden. Nicht halten, sagen heute bis Ende. Heute bin ich flexibel mit euch, wir nehmen Zeit. Die haben die Zeit genommen, welcome. Wenn jemand hat bis jetzt etwas nicht verstanden, soll er jetzt melden. Wenn nicht, sagen wir einfach, fahr weiter. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Dann beginnen wir. Vor 5782 Jahren schuf der Beschäfer von der Welt der erste Person mit freier Wahl. Bis dahin waren nicht Leute oder Sachen oder Tiere mit freier Wahl zu entscheiden zwischen gut und schlecht, zwischen geben und nehmen, zwischen Sparsam und Verschwendung, zwischen Altruismus und Egoismus, war nicht. Alle Sachen, alle Lebewesen, wie auch immer sie heißen, haben noch keine freie Wahl, etwas zu entscheiden. Und dann steht geschrieben, und da schuf der Gott der Ewige, der Mensch aus der Erde. Und Hashem sagt die Engel, lass uns ein Mensch schaffen. Und gleich sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und er sagt der Mensch, was ist seine Aufgabe? Vermehrt euch und sei fruchtbar und erobere das Land. Herrsche die Welt, entwickelt die Welt zusammen mit mir. Die Welt war Tovavohu. Ich habe gegeben ein potenzielles Land und Boden. Mach davon ein Gan Eden. Mach davon ein Paradies. Zusammen. Ich gebe euch Seele, ihr gebt mir Körper. Zusammen ist super. Wie steht in die Mishnah? Sagt Rabbi Yehuda, es ist schön, Torah mit Beruf. Wenn der Mensch ist mit beiden beschäftigt, hat er keine Zeit zum Sündigen. Gut. Also, der Mensch kann in dieser Welt überqueren. Oder wenn die ganze Zeit arbeitet er mit dem Körper, hat er keine Zeit zu Dummheiten und zum Langweilen. Oder wenn er sich entwickelt, die Neshome, die Seele Maximum, und dann versteht er, dass diese Welt, aber beide sind extrem. Wir gehören nicht, das jüdische Volk, zu den München in Indien und die Himalaya. Die schaffen nur ostliche Welt. Und wir sind auch nicht bereit, nur westliche Welt. Wir sind Davidstern. Wir sind beides. Wir wollen Himmel, wir wollen Erde. Wir wollen alles haben, Mann, Frau. Der Mann hat Schulter und schmal unten, die Frau ist breit unten, schmal oben, die beiden ergänzen sich, machen ein Kind, also wunderbar, so wollen wir alles, die Sachen bringen in Bewegung und Himmel und Erde zusammenbringen, so wie Jakob, unser Vater, sieht in seinem Traum, seine Vision, Engel Gottes steigen und gehen runter, super, so läuft das Leben, gut. Also wir müssen der Ewigster, der Chef, machen angenehm in seine Fabrik. Soll jeder spüren, dass er ist da. Der Chef ist da. Man spürt,
seine Fingerabdrücke. Wie erkennt man die Fingerabdrücke? Der schenkt den Menschen Schmerzen, Signale. Sie wollen das nicht wahrnehmen, aber der hat schon Wege zu zeigen, er schickt Abmahnungen, er schickt Bemerkungen, aber der Mensch will nicht hören und will nicht sehen. Manchmal gibt er auch kleine Bonbons zur Motivation, aber der Mensch sagt gute Sachen wegen mir, schlechte Sachen wegen ihm. Andersrum, genau andersrum. Gute Sachen wegen ihm, schlechte Sachen wegen dir. Oder besser zu sagen, Interaktion. Es ist immer zu sagen, gut. Steht geschrieben in Mischle, in Sprüche, ehre dem Ewigen von deinem Vermögen. Was ist Vermögen? Dein Vermächtnis. Mit deiner individuellen Gabe. Kannst du singen? Sing. Kannst du tanzen? Tanz. Kannst du malen? Mal. Kannst du pflegen? Pfleg. Tu das, was du, deine Gabe ist. Weißt du nicht? Frag deine drei Leute, was ist meine Gabe? Weißt du nicht, was ist deine Gabe? Überleg, was willst du sollen schreiben auf deine Grabstein? Weißt du nicht, was ist deine Gabe? Frag, was willst du machen, wenn du lebst noch ein Jahr? Also gibt es immer Wege, wo der Mensch kann wirklich fokussieren und zu erkennen, was ist seine Besonderheit. Jeden Mensch, Gott macht nicht Stanz, alle dieselbe Münze. Jeder ist speziell. Jeder ist speziell. Und deshalb steht geschrieben, auch wenn deine Frau ist sehr, sehr reich, lass sie nicht zu Hause nichts tun. Soll sie lernen malen, stricken, egal warum, weil sie es wird bringen zu zwei Sachen Langeweile. Zur Inzucht und zum psychischen Problem. Die schlimmsten Probleme in dieser Welt ist, wenn der Mensch neigt zu seinem ursprünglichen Charakter, Faulheit und Traurigkeit. Vom Erde bist du und vom Erde kehrst du zurück. Am liebsten nichts tun. Bombe. Aber du bist kaputt. Ich zitiere euch nur ein paar Sachen von Talmud. Was passiert, wenn der Mensch tut gar nichts? Er wird nervös. Er wird krank. Er streitet. Zu Hause, guck mal, Ferien mit den Kindern zu Hause. Jeder weiß, die machen nichts. Was passiert zu Hause? Streit ohne Ende. Laut, trinken, Zigaretten, Sucht, Müdigkeit, keine Interesse bei nichts. Guck mal, ältere Leute in Altenheim machen nichts. Irgendwann sagen sie dir, Fernsehen langweilig. Sie haben 37 Kanäle. Die einzige Exercise, die sie machen, ist mit diesen Fingern. Tak, 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 bei der Fernbedienung. Langeweile tot. Warum? Haben sie nicht gelernt, sich zu beschäftigen? Oder der böse Trieb ist schlau und er will die Menschen mit verschiedenen modernen Tricks veräppeln. Ein moderner Trick heißt Schuleferien. Katastrophe. Man braucht das im Judentum wie ein Loch im Kopf. Zweite Katastrophe in der Welt, Rente. Rente, Schmente, Bente. Nein, nada. Der Mensch ist geschafft, um etwas zu tun. Vom Anfang, hör mal zu, bis Ende. Pause, Schabbat. Und Tage, die du brauchst, um Kraft zu haben, weiter zu arbeiten. Das Ruhen, das Genießen, der Urlaub ist kein Ziel. Das Ziel ist dem Arbeit und dem Schaffen und der Torah und die Wohltätigkeit und dem Beten. Entweder steigst du in dem Leiter nach oben oder vermehrst du die Welt nach unten. Tu etwas. Du tust gar nicht, hast du gesehen die ganze Liste. Und deshalb ist es so ein großes Problem, wenn Onan in die Bibel nimmt seine Samen umsonst, anstatt mit jemandem zu tun. Warum kommt jemand zu so einem Fehler, sich selbst zu befriedigen? Weil er tut alles, was Gott will, nicht.
Gott hat gesagt, vermehre euch und sei fruchtbar, sei nicht alleine. Zweitens ist er langweilig, der hat Zeit. Ein Mensch, der hat keine Zeit, arbeitet, lernt, geht schlafen. Hat er nicht Zeit zu gucken, Schmonzes? Ich lese euch jetzt eine Mishnah vom Pirkei Avot. Sprüche der Väter, Kapitel 3. Unglaublich. Er sagt das so klar, das, was ich sagen will. Rabbi Hanina, Sohn des Chachinai, sagt, bleibt jemand in der Nacht wach oder ist jemand allein oder unterwegs und wendet sein Herz Gedanken nichtigem zu, ist es, als hätte er seine Seele verwirkt. Opa, opa, drei Probleme. Normaler Mensch geht schlafen früh und steht auf früh. Schlafst du nicht bei Nacht, machst du kaputt dein Leben. Bist du alleine, machst du kaputt dein Leben. Du hast keine Gedanken von Produktion, Langeweile, kaputt. Also, es war in die Werbung für heutige Schiur, sie nehmen auch Tipps nach Hause. Ich gebe euch schon einen Tipp. Drei Sachen braucht man, um zu leben. Rahmen, Gemeinde, Gesellschaft, Freundschaft, Familie, Nachbarschaft. Alleine ist nur Gott. Auch nicht, hat uns geschafft. Gibt es niemand alleine. Die erste Sache ist ein Rahmen. Jeder braucht sich in einen Rahmen einzubinden. Er muss sich schminken, er muss sich anziehen. Ich bin gekommen ohne Krawatte. Habe ich euch gesehen? Opa, opa, Krawatte. Und so wie ich euch sehe, so schön, seid ihr nicht gekommen mit Pyjama. Weil ihr seid verpflichtet zu der Rahmen. Ein Mensch macht sich ein bisschen schön, versucht sich einigermaßen und kommt. Also Rahmen. Zweiten Verpflichtungen. Ohne Verpflichtungen, der Mensch klappt Kopf in Wand. Glauben Sie mir, ich mache mir manchmal selbst mehr Verpflichtungen, um mir mehr Beschäftigung in andere Zeiten zu machen. Auch in Ferien. Zu lernen Psalmen, zu lernen Sefer Hasidim, zu lernen Talmud, zu lernen mit einem Kind. Verpflichtungen bauen wir außerhalb. Und drittens, Sinn am Leben. Wenn ein Mensch hat einen Sinn am Leben, dann, auch wenn das Leben sind ohne Qualität, will er stark zu leben. Es gibt Menschen, die sind reich, jung und gesund und depressiv. Und es gibt Leute, die sind alt, krank und arm, leben Bombe. Warum leben sie so gut? Weil sie haben einen Sinn. Es lohnt sich zu leben. Bei denen wissen sie nicht den Sinn. Warum lebe ich? Wofür? Wozu? Für was soll ich leben? Okay, es gibt klügere Menschen als ich. Und einer davon heißt Shlomo HaMelech. Und ich gehe zu seinem letzten Kapitel in Kohelet, in Prediger 12. Guck mal, was er sagt. Er sagt ihm, und der Staub wird sich umkehren zu der Erde wie gewöhnt, und die Neshome, der Geist, wird sich umkehren zu Gott, was hat ihm gegeben. Also König Shlomo sagt ihm schon klare Wörter. Der Staub, die Erde, du gehst da rein in die Erde zurück. Von dort, wo hat man dir produziert. Aber deine Neshome, dein wirklicher Mensch, die Puppe von diesen Kleidern, von diesem Körper, sie geht in den Himmel. Wir werden bald sehen, wohin. Aber sie ist nicht da. Sie geht. Der Parkplatz ist nur am Grab. Gut. Und er sagt zum Schluss, was ist das Resultat, was ist alles? Hab Furcht vor Gott und hielt seine Gebote, weil das ist der ganze Mensch, weil dem Ganzen. Gut, fürchten Gott und halten die Gebote, Wörter. Wir wollen die Sachen heute tachlitisieren. Wir wollen sie umsetzen zum praktischen Ideen nach Hause. Gut. Wohin geht man? Weil der Mensch geht zu seinem ewigen Heim. Und die Bekläger werden sich umdrehen in Gas. Also, König Shlomo sagt, der Mensch
geht von dieser Welt zu seiner Welt. Diese Welt, die hat er gebaut. Hast du gespart? Hast du eine Wohnung? Hast du einen Ort? Hast du wo zu gehen? Gehst du. Hast du nirgendwo zu gehen? Bleibst du hier. In der Erde. Hast du keinen Platz dort. Du hast gelebt und bleibt gar nichts. Warte ab, ich erkläre euch die Sache, wie es läuft. Steht geschrieben in Prediger 3, 21, die Geist von der Mensch geht nach oben. Und die Geist von die Tiere, dem Geist von die Tiere geht unten. Sagt der Maharsha in Sota, Seite 33, jeden Mensch hat in sich zwei Neshomes, zwei Seelen. Eine Animale, eine Lebewesen. Der Mensch hat in sich eine ganze Dschungel von Tieren. Manchmal ist er mutig wie ein Leopard, manchmal ist er schnell wie eine Gazelle, manchmal ist er faul wie ein Winterbär, manchmal ist er bissig wie eine Schlange, manchmal ist er schlau wie ein Fuchs, manchmal ist er egoist wie ein Schwein. Alles. Der Mensch hat alle Tiere. Manchmal ist er loyal und 100% treu wie ein Hund. Heute um 3 war in Frankfurt eine Grabeinweihung von einer Dame aus Schweiz. Ein Jahr ist sie gestorben, 20, also vor einem Jahr. Wir gucken auf dem Grab von ihrem Mann und sagt der Rabbiner von Frankfurt, Rav Soson, guck mal, Raskin. 50 Jahre zurück ist er gestorben, 69. Hört ihr gut? Und ihr Wunsch war, zu leben für ihren Mann weiter. Sie hat nur eine Tochter und sie wollte nur neben ihm beerdigt werden. Mama mia! Heute, nicht gestern, heute habe ich gesehen in meinen Augen die Tochter und der Enkel. Die Frau Frenkel hat gewartet 50 Jahre wie ein treuer Mensch nur für ihren Mann. Also ein Mensch kann sein manchmal ungewöhnlich. Außer die Erwartungen. Gut. Sagen unsere Weisen in Gemara Chagiga 17, drei Sachen, wir sind so wie Malachi Ashtaret, so wie Engel Gottes, drei so wie Tiere. Drei so wie Engel aufrecht. Wir können aufrecht sein. Zwei, wir können denken. Drei, wir können sprechen. Lashon HaKodesh, wir können unterhalten und uns formulieren und artikulieren und Gefühle bringen durch Werte. Also das ist Engel Gottes. Wir können die Leiter nach oben bringen. Und drei Sachen, wir sind so wie Tiere. Essen und Trinken. Von Essen und Trinken kommt groß und klein. Entschuldigung, euren Respekt. Und wir vermehren uns und fruchtbar auch so wie die Tiere. Kein Unterschied. Also, als ich war in Uganda, in Safari, was hat mich am meisten interessiert, von die Guide zu hören, bei jedem Tier, wie viele Monate sie ist schwanger. Das hat mir fasziniert. Also sie hat mir gesagt, you know the elephant, 22 months pregnant and Corona is over. Elefant, 22 Monate. Und ein Mensch auch, gibt es auch Tiere, sie haben 9 Monate, das war's. Gut, erklärt uns der Baal Shem Tov, der Gründer von Hasidismus, dass jeden Mensch kann von Anfang an erzogen werden mit einem altruistischen Bewusstsein, mit einer spirituellen, mit Neshama Ruchanit, immer wirklich seine Neshama zu pflegen und auch die Bedürfnisse von dem Körper nicht vernachlässigen, das ist der Kunst. Und es gibt Leute, wo sie leben die ganze Zeit nur mit Realismus. Diese weltlichen Sachen Maximum. Gut. Jetzt. Wenn ein Mensch hat gelebt nur Erde,
kommt sein letzter Tag. Zuerst, alles, was er sein ganzes Leben gerannt, zu verdienen, zu vermögen, hat man von ihm alles weggenommen. Sein Geld, seine Freunde, seine Bekannte. Zum Schluss, zu seiner Beerdigung, wenn es ist überhaupt noch wichtig, haben wir jetzt gesehen bei der Corona, kommen kaum 10 Leute, also lohnt sich nicht auch zu sterben. Werden auch nicht viele Leute kommen. Wer kommt? Die Mischpoche. Am Grab. Und danach gehen sie nach Hause. Und nach einer gewissen Zeit, als ob der nicht gewesen. Jetzt passt man auf, gut, gut. Was sagt König Salomon? Haben Sie bemerkt, irgendein Wort, was er gesagt? Er hat gesagt, bei dem Kapitel 15, nachdem der Mensch geht zu seiner Welt, Safdu Hasofdin, die Klägers, die Trauerrede, reden in Stadt. Was heißt das? Ich bin schon 25 Jahre in Frankfurt am Main in Edenbeerdigung. Ich höre sehr aufmerksam jeden Trauerrede mit großem Interesse. Oder ich sage selbst die Trauerrede mit großem Interesse auch. Aber ich höre zu, weil das, was ich weiß, weiß ich schon. Von dem anderen kann ich noch was lernen. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand bei der Trauerrede hat erzählt über die untere Bewusstsein. Ich habe in jedem Trauerrede gehört über den Toda'a Ruchanit. Sie war lieb zu ihrer Familie, zu den Kollegen, sie hat gespendet nach Israel. Sie hat arme Leute gegeben, war eine gute Frau, war ein guter Narr. Ein Tag war eine Beerdigung. Eine Frau, die arbeitet im Animalenberuf. Gut. Eine von den Freundinnen will reden. Bitte schön. Sie steht auf dem Podium. Sie hat alle in 5 Minuten zum Heulen gebracht. Sie sagt, gerade in unserer Welt so eine Loyalität, so eine Hilfe, so ein Dasein, Krankheit, Medikamenten, ein Ohr. Wir sind gefallen zu diesem Zustand. Da habe ich gedacht, Opa, 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 hör mal gut zu. Die Neshama ist bei jeder da. Jeder Mensch hat seine Neshama. Ein Mensch ist ein Schauspieler. Es gibt nur 2, die ihn wirklich kennen. Einer ist Gott, der zweite ist ein Partner. Sonst niemand. Darum gleich am Anfang sagt Gott bei der Mensch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will dir dein Leben nicht lassen, einfach und gleichgültig. Ich will dir dein Leben immer lassen mit einer Spiegelung, mit einer Reibung, mit einer Diskussion, mit einer Streiterei, mit einer Eigenschaft Reibungen, damit sollst du wachsen. Wenn ein Mensch geht im Bequem, tut er gar nichts oder wenig. Nur der Zwang erweckt die schlafende Kräfte. Spirituell sein ohne Frau, ohne Mann, als ich war in die Yeshiva und gelernt Torah, Gan Eden, nur Spiritualität. Super. Wie oft sagen Menschen in dieser verschogenen Welt, ach, lass mich in irgendeinem Berg, auf irgendeinem Bungalow zu leben, auf den Euben und haben mal kleine Ofen und essen ein bisschen Omelette und Gemüse und nicht mit den Menschen zu tun. Gott braucht nicht Engel, hat er genug. Er braucht auch nicht Tiere, hat er auch genug. Er will ein Mensch, der zwischen Tiere so leben wie ein Engel. Opa, Opa. Das ist schwierig. Deshalb gibt es radikale Leute. Gibt diejenigen, die leben wie ein Engel. Und es gibt Leute, die leben wie Tiere. Total brutal. Aber wir sind mittelmäßige Menschen. Jetzt hör mal gut zu.
Sie lernen jetzt drei jüdische Begriffe für demselben Ort. Wenn ein Mensch ist gestorben, wenn ein Glas ist gebrochen zu Hause, warf man in Müll. Aber wenn der Glas ist in Fabrik von Glas gefallen, dann macht man ein neues Glas. Deshalb ein Körper von Ayid, wenn er fällt zum Boden, passiert nichts. Wenn man bringt ihn zum Friedhof, er geht zum Fabrik und irgendwann wird er aufstehen und Gott wird machen Recycling. Also irgendwann, die Leute werden aufstehen. Das ist unser Glaube. Wo geht man beerdigt? Man beerdigt im Friedhof. Wie sagt man Friedhof in die biblische Sprache? Es gibt drei Namen. Der erste Name Friedhof heißt Betachaim, aus das Lebendige. Die zweite heißt aus das Gräbe, Betakvarot. Und die dritte heißt Betaolam, das aus das Ewigkeit. Warum drei? Die heiligen Menschen, die Tzadikim, auch wenn sie sterben, leben sie weiter, weil sie haben ihre Lebensfingerabdrücke hier hinterlassen durch ihre Ideal und Altruismus. Die sind in Betachaim, die leben weiter. Rashi, Maimonides, Rav Eliyoshiv, Lubavitcher Rebbe, Rav Shimshon Raphael Hirsch, Yitzchok Dov HaLevi Bamberger und auch andere große jüdischen oder Menschen, die haben in der Welt was geschenkt und gelernt, Kol HaKavod, die leben weiter, die sind Tzadikim, die gehen in Betachaim. Menschen wie wir, durchschnittlich in die Leiter, wir gehen in Betakvarot, wir gehen in das Haus des Gräber. Unser Auto geht dort parken, eine gewisse Zeit, bis Moschiach wird kommen. Und dann, Moschiach wird aufheben, fast alle Menschen. Drei Gruppen von Menschen wird er nicht aufheben. Die, die daran nicht glauben, dass die Leute wieder aufstehen, du hast nicht geglaubt, lieg weiter, kein Problem. Zwei Leute, die leihen Geld ihre Mispoche mit Zinsen, sie werden nicht aufstehen, sie werden weiter Zinsen essen. Und die dritte, diejenige, die petzen Leute von ihrer Gemeinde an die Behörde. Was das ist in der jüdischen Gesellschaft? Allerschlimmste Sünde. Du kannst nicht gegen deine Mispoche gehen zu die Behörde, zu die Justiz, anstatt zu lösen die Sache zwischen sich. Am Musser, wir haben in die Amida-Gebet hier, jeden Tag, wir haben eine schlimme Brachain Shmonaisre Bela Malchinim, all die Tikva, also die Heretiker, die Verleumder, sollen ausgerottet werden. Die haben keine Hoffnung, also wenn einer petzt, ho ho ho, schlimmere Sünde gibt es nicht, weil Petzen ist schwachsinnig. Messer in Rücken zu petzen. Vor ein paar Tagen fragt mir jemand, soll ich meinem Chef erzählen, dass meine Kollege ist faul, der tut gar nichts? Ich sage, sag mal, ist in Ordnung? Petzen über Kollege, war dein Chef? In welcher Schule hast du gelernt? Ja, was soll ich machen? Ich sage, sag dein Chef, du hast zu viel zu tun und zu viel Arbeit. Erklär alles, was du tust. Er ist schon genug klug zu erkennen, was tut sich. Aber nicht petzen und nicht mit Namen. Was ist petzen? Wo leben wir? Das Einzige, was ich kann vom Petzer, ist PCR, dem Test von Corona. Petzer. Also, wie heißt das? Ja, Petzer. Gut. Also Bet Kvarot, wir. Und Bet Almin, die Reshaim, die Bösen, die bleiben unten für ewig. Denn, liebe Leute, gehen wir langsam zu unserer Hauptidee, was wir teilen möchten heute. Jeder Mensch ist geschafft wurde, um sein Licht zu bringen in der Welt. Von jeder Aufgabe, die er machen kann. Und sich beschäftigen in alle Bereiche. Und alles probieren. Und nicht nur suchen die Sachen, die ihm bequem tun. Sondern nur das, was unbequem, das bringt dir weiter. Wohin geht man? Also wenn der Mensch stirbt, wohin geht er?
Also im Judentum haben wir gesagt, er geht zu seiner Welt, die hat er gebaut, zum Gan Eden, aber nur zu einer gewissen Zeit. Die Seele wird genießen, aber irgendwann, der Moschiach wird kommen, die Seele wird noch einmal kommen zu diesem Parkplatz im Grab und die beiden werden sich noch einmal vereinigen, weil diese Welt ist nicht zu Ende. Weil wenn diese Welt ist die Ende, denn diese Welt ist ohne Gott. Weil du siehst in dieser Welt keine Gerechtigkeit. Was soll das? Sagt uns die Tora, hör mal zu. Du siehst nur ein kleines Bild von dem ganzen Film. Hashem führt die Welt schon 5000 Jahre. Der Rat, er schickt manchmal Menschen, nicht für 42 Stationen hier zu fahren. Manchmal kommt ein Mensch, 60, 70 Jahre, um einen Gefallen zu tun. Shabbat Shalom, das ist sein Ziel. Und deshalb, in jedem Ort, in jeder Zeit, ein Mensch soll wach sein, zu lesen, die Signale, die Gott schickt ihm. Es gibt keine Begegnung umsonst. Letzter Sonntag, ich wollte so frische Luft, ich gehe in den Ostpark, ich nehme meine Schuhe zu hören unterwegs. Wem sehe ich unterwegs? Die Zahnärztin. Oh, Shalom, wie geht's, Frau Doktor? Sie wissen Sie, was ist das Signal, dass ich Sie sehe heute? Dass ich morgen zu Ihnen kommen muss. Ich habe mir vernachlässigt, lange Zeit. Ich habe gemacht Termin für morgen. Warum hat mir gerade Gott geschickt, die Ärztin in Ostpark? Weil ein Mensch geht nicht zum Doktor von alleine. Wann geht er zum Doktor? Wenn tut ihm weh, dann geht er zum Doktor. Sonst verschickt er. Verschickt. Also Schmerzen sind da, um uns zu beschleunigen. Wenn ein Mensch versucht, die ganze Zeit die Schmerzen zu beseitigen, nur die Symptome und nicht zu erkennen, die Ursache, es wird sein noch harter und noch eine Abmahnung und noch eine Abmahnung und zum Schluss Kündigung. Weil du bist keine gute Arbeiter. Aber niemand darf das sagen dem anderen. Jeder soll das nur sagen für sich. Wenn einer erzählt dir, dass er hat Probleme, sag ihm nicht jetzt, ja, Strafe, weil du bist nicht ein guter Arbeiter. Für den anderen sollst du zeigen Empathie und Mitgefühl. Für dich, jeden Schmerz hat einen Grund. Jeden Schmerz bist du schuldig. Jeden Schmerz kommt nicht umsonst. Steht geschrieben, Tzadik Hashem bechol drachav, Gott ist gerecht in alle seine Wege. Vechassid bekol ma'asav. Guck, Psalm 145, ich muss das morgen unterrichten. Dieser Pasuk geht mir nicht raus vom Kopf. Hashem, alles was er tut, ist gerecht. Aber du musst das für dich herausfinden, warum ist etwas passiert. Rahmen, Verpflichtungen und Sinn. Und jetzt liebe, gute, angenehme und aufmerksame Zuhörer, gehe ich zu der letzten Geschichte. Es war einmal ein Papa. Wir haben begonnen mit einem Papa, mit einer Tochter, wir beenden mit einem Papa, mit Söhne. Ein Papa hat drei Söhne. Und er war reich. Und er ist schon alt, er liegt fast am Sterben. Er ruft den ersten Sohn, sagt er, ja, Ibni, Habibi, was wirst du machen für deine Schome, für die Seele, für deinen Papa, nach meinem Tod? Sagt der Papa, ich werde dir ein schönes Grab kaufen. Granit, nicht so billige, vom Sozialamt, 700 Euro Stein. Ich werde dir teure Granitmarmor kaufen. Ich werde Sefer Torah spenden für deine Erinnerung. Ich werde arme Leute schächten Alam für deine Mitzwa. Küss, Umarmung, du bist der Beste. Ruft der zweite Sohn, sagt er, mein Sohn, ich gehe bald sterben. Was bist du bereit zu machen für meine Iluine Shama, für meine Neshama, sagt der Papa. Ich werde jeden arme Braut, die kann nicht heiraten, bezahlen die ganze Hochzeit auf deine Erinnerung. Ich werde Kinder, die haben nicht Sandwiches in die Schule, Sandwiches schmieren für dich. Ich werde nicht eine teure Rolle wie dein Erstgeborener, ich werde zwei spenden.
Zwei Tonnenrolle. Ah, gut. Kommt der dritte Junge, sagt er, ich liege am Sterben, mein Sohn, was bist du bereit für mich zu machen? Sagt er, gar nichts. Der Papa war schockiert. Er hat genommen sein Testament und er hat seinen Namen sofort radiert, ausradiert. Du bekommst gar nichts von mir. Du, umsonst Esser, Frescher, Chutzpeniak. Und er hat ihm noch viele Segen gegeben. Gut. Halbe Stunde später ruft ihm seine Mama in die Küche. Sagt er, Motekscheli, mein Süßer, was soll das? Du bist doch ein guter Junge. Was ist diese Reaktion zum Papa? Sagt, ich bin bereit, das zu erklären, aber unter vier Augen, nur ich und Papa im Keller. Ich bin bereit, das ihm zu erklären. Die Frau, weil ich weiß nicht, die Mama will immer die Sachen schnell schlichten. Sie geht zum Papa, sagt, dein Sohn will mit dir reden, aber nur unten im Keller. Gut, die gehen in den Keller. Der Keller ist tief, tief dunkel. Sagt der Papa, geh, ich gehe hinter dir mit einer Kerze. Und die gehen. Und der Papa sagt, ich sehe gar nichts. Sagt er, geh, geh, Papa, geh, ist noch Treppe weiter, ich sehe. Geh, geh weiter. Und der Papa sagt, ich falle runter, geh, gib mir die Kerze, ich muss die Kerze halten. Und er gibt dem Papa die Kerze. Und dann sagt der Papa, siehst du, jetzt kannst du sehen, jetzt gehen wir hoch. Du willst, soll ich dir die Kerze nach deinem Tod beleuchten. Zu spät, man sieht gar nichts. Willst du noch etwas haben, Papa? Halt die Kerze in deine Hand, mach dein Licht für dich. Im einer Mille, im Mille, wenn ich nicht vermisch, niemand wird mir zeigen. Willst du teure Rolle? Mach jetzt. Willst du Sandwich für Kinder in die Schule machen? Spende jetzt. Sag nicht später, meine Kinder. Deine Kinder, gib jedem das, was sie brauchen. Am liebsten das, was man hat, ist 333 zu verteilen, wenn sie mich fragen. Drittel an alle Kinder gleichzeitig, Drittel an Spende, an irgendeine Sache, die euch wichtig, weil die Kinder werden nicht spenden. Von einer Generation zu der anderen, die Kinder werden noch schlimmer, sie haben keine Mentalität von Spenden. Und im letzten Drittel soll die Kinder kommen jedes Jahr zu einem Restaurant am euren Todestag und kriegen von einem Rechtsanwalt weiter einen Check von dem letzten Drittel. Und da kommen sie alle zusammen, da haben sie noch weiter Mama und Papa vor Augen. Opa, das ist eine andere Melodie, ein anderer Gedanke. Deshalb, wir haben begonnen, dass ein Mensch, solange ist er noch verbunden mit dieser Welt, hat er von Sterben Angst. Hab keine Angst zu sterben, hab aber riesige Angst, nicht zu leben. Das ist die richtige Angst. Zu sterben werden wir alle, sage ich euch. Garantie. Wenn jemand will das schriftlich, mit zwei Exemplaren gebe ich ihm. Nicht zu leben, das wäre schade. Weil gleich, wenn du bist tot, zeigt man dir zwei Filme. Zwei. Ein Film, was war? Und ein Film, wie es war, konnte. Steht nicht geschrieben in die Kabbalah Film, aber steht geschrieben, man zeigt, ich mache das visuell. Steht nicht in Zohar, in jüdischer Mystik, das Wort Film. Aber steht, man zeigt dem Mensch Bilder von seinem Leben, alles, was er hat gemacht, damit soll er oben Hölle von das, was er sich schämt. Und das nennt man Hölle von Feuer. Diese Schämen, diese Schande. Guck mal, was habe ich gemacht, was habe ich gedacht, was habe ich Menschen gestochen, was habe ich manipuliert, was habe ich veräppelt, was habe ich getrickt, was habe ich geklaut, was habe ich runtergeladen, ohne jemanden zu fragen, ein Film, meine Musik, mein Wort im Internet, wird man dir alles zeigen, auch die Kleinigkeiten, dort wird nichts verloren. Und wird man dir auch zeigen, dass Gutes. Aber wenn es kommen die anderen Filme, wie konntest du leben? Oder was hat man von dir erwartet? Da wird sein eine Schneehölle. Und da wirst du Doppelschmerzen haben.
Und ich sehe es in meinem Leben. Wenn Menschen sind 40, 50, 60, 70, haben sie noch Feuerhölle. Schade, ich habe sie geheiratet. Schade, habe ich in diesen Arbeitsplatz gekommen. Schade, ich lebe in Darmstadt. Schade, ich lebe in Bochum. Scheide, ich habe nicht gekauft eine Wohnung in Frankfurt, weil es war günstig. Schade, das habe ich nicht dieses Angebot genommen, weil man mir angeboten hat. Schade, das habe ich nicht meine Eltern gehört zu heiraten, zu nennen Musik. Schade, das habe ich nicht geheiratet, die erste Frau von meiner Tante hat mir angeboten. Schade, das habe ich nicht in Amerika geblieben. Schade, ja? Das ist Feuerhölle. Aber wenn ein Mensch wird alt und ich sage euch in Altenheim, oho, der Mensch irgendwann denkt, ich habe versäumt, ich war faul. Jetzt ist es zu spät. Ich konnte viel mehr machen, aber ich war faul. Und darum hatte ich Angst. Jetzt gibt es zwei Wege, wie gehst du mit diesen Angst? Eine heißt, oioioi, oioioi, du hast recht. Sehr schön. Aber wenn du ab diesem Moment beginnst, dein Leben zu ändern, Ende gut, alles gut. Und so steht in die Mishnah, ändere einen Tag vor deinem Tod. Ab dem Tag, wo hat man dir geschnappt, warst du mit sauberem weißem Hemd? Sehr gut. Meine gottselige Mutter war so gepflegt. Sie hat gesagt, wenn ich sterbe, ich möchte, dass die Leute, die mir waschen, sollen mir immer sehen mit gepflegten Nägeln in die Hände, in die Füße. Geh schlafen, jede Nacht als Oib. Heute Abend kriegst du einen Kuss. Wer garantiert dir morgen? Verzeihe alle Leute, wo du bist sauer. Mach dir einen Plan für morgen, aber geh nicht schlafen spät. Wenn du gehst schlafen spät, hast du morgen keinen Plan. Willst du weiterleben? Mach Seder, mach Plan. Bete, spaziere, rede. Wir haben bei uns gehabt eine rumänische Jude, der ist Dr. Manoliu. Der hat sehr aktiv und intensiv und qualitativ gelebt. Chapeau. Obwohl er war nicht religiös und er hatte nichts mit Gott zu tun, aber er war menschlich, er war ein Doktor und auch wenn einer ist ein Altruist in seinem Job. Altruismus ist schon Gott. Also wenn einer tut, die physischen Bedürfnisse von dem anderen ist deine geistliche. Also wenn du transformierst deine Sachen zu dem anderen, ist schon gut. Er hat gekauft immer TV-Plan. Weißt du, vom Fernsehen. Kostet 1,50 Euro, 2 Euro, was weiß ich. Und er hat genommen eine Kuli und am Anfang von der Woche hat er gesessen und gemacht einen Plan, was gehe ich jeden Abend sehen, im Fernsehen. Er hat gemacht Plan A und Plan B. Er hat nicht gesessen, so wie viele Leute, up. Ah, Dolphine. Sehr interessant, Dolphine. Wolltest du gestern Dolphine? Nein. Warum guckst du heute Dolphine? Es gibt nichts, der dir interessiert, bist du alt. Ältere Leute reden von Vergangenheit. Junge Leute reden von Zukunft. Rede von Zukunft, rede deine Pläne. Er hat gemacht in der Zeitschrift ganze Woche Plan. Was will er sehen? Er hat spaziert, mach dein Leben intensiv. Willst du spenden? Gib. Was willst du warten? Ein Haus, der geschlossen für arme Leute, ist geöffnet für Ärzte. Es gibt Leute, wo bei denen zu Hause kommt, oder Notarzt oder Pietät, sonst niemand. In welcher Wohnung lebst du? Was soll das? Hast du nicht, haben wir gerade gesagt am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Du brauchst nicht viel. Gott hat genommen von Iov alles. Drei Freunde nicht. Drei Freunde von Iov. Die ganze Buch. Alles hat er verloren, Freunde nicht. Drei, hast du nicht drei? Ist das Schlimmasel? Es muss nicht sein, drei wie Freunde von Iov. Nicht jeder ist Elifa Satimoni. Nicht jeder ist Eliu. Ja, das ist biblische Freunde. Aber ein bisschen ist besser von gar nicht.
Und ein Freund von 30% kann werden noch 50. Immer besser als wer von dem 30 und beginnen vom 0. Glauben Sie mir. Wenn du hast schon jemand 30, 40, steig weiter. Ich danke euch für das Zuhören. Bitte schön, nicht schüchtern. Ihr habt heute eine super Möglichkeit hier in die Gemeinde. Und ich glaube, diese Stadt hat auch diese zwei Seiten, Wies und Baden. Also man wächst, man lernt, man entwickelt sich und Baden auch von der Körper. Ja, gute Sache. Also, wenn ihr wollt etwas fragen oder bemerken, bitte schön. Ich bin für euch da. Wenn ihr will, soll ich etwas noch mehr erläutern oder mitnehmen. Wenn ihr mit mir nicht fragen, ich werde euch fragen. Ich bin auch ein neugieriger Mensch. Mir wird sehr freuen zu hören von jedem ein kleiner Punkt, der hat, wie man sagt, berührt, geschüttelt, geärgert, keine Ahnung, irgendeine Reaktion zurück. Magst du was zu sagen, spontan? Was hast du mitgenommen? Also ich finde es interessant, was Sie gesagt haben, dass Menschen nicht Langeweile haben sollen. Also das ging mir in den Lockdown manchmal so. Aber dann habe ich immer einen Weg gefunden und dann ging es mir natürlich auch. Respekt. Sehr gut. Also die Dame sagt, dass diese Langeweile-Geschichte hat sie mitgenommen und sie hat verstanden, dass das ist der Grund für alle Dummheiten und für alle Sünden auch. Also auch bei Männern und auch bei Frauen. Es bringt zum wahnsinnigen Stussen. Bitte schön, was haben Sie mitgenommen? Ja, eher so dieses Soziale, also in der Gemeinschaft zu sein, Menschen zu kennen, mit Menschen zusammen zu sein. Ja. Nicht alles alleine ausmachen und mitbekommen, wie es anderen geht. Sehr gut, sehr gut das, was Sie sagen. Wir müssen von dem anderen lernen und reflektieren. Und eine Stunde mit einem Mensch begegnen, ist wie 7 Stunden Buch lesen. So steht geschrieben. Ja. Von Menorat Amaor Rabbi Yitzchak Abuhav, so schreibt er. Weil Sie haben gelesen 300 Bücher. Stimmt? Wenn wir uns begegnen, ich begegne sofort mit 300. Also Ihre Werte, was Sie mir sagen, mein Gespräch, sind schon viel besser als jetzt noch 7 Stunden lernen. Wenn Menschen reden, wie man sagt, offen, nicht jetzt Wettergeschwätz. Bitte schön. Also ich bin auch der Meinung, dass wir von Beziehungen leben. Ja? Und mich hat gefreut, dass Sie gesagt haben, dieser rumänische Mann, der hat Altruismus gelebt, das ist wie Gott. Ja? Das ist Gott. Er muss nicht irgendwelche Glaubensbekenntnisse von sich geben. Ja? Wenn Gott kann man auch nutzen für Egoismus. Man kann auch Gott nutzen für eigene Zwecke, Gott behüte. Altruismus, Wohltätigkeit, Spende ist Gott. Das ist der Beweis für Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Das Wille zu geben, gutes Herz, ist viel wichtiger als Glaube. Du siehst, wenn Abraham will ein Mädel für seinen Sohn Yitzchak, er nennt nicht von Eliezer. Eliezer war ein Gläubiger, ein Gott. Aber gutes Herz und Eigenschaft hat er nicht gehabt, weil er war von den Knaaniten. Und Rivka war von Mishpoche von Götzendieners, von Laban und Betuel, aber sie hat ein gutes Herz. Sag Abraham, für meinen Yitzchak, Rivka. Gutes Herz ist alles. Was macht sie? Sie gibt nur die Kamelle trinken. Besser eine Frau, die gibt die Kamelle trinken, als eine Frau, gut, die den ganzen Tag betet. Bitte schön. Kann man da jetzt ein Entschuldigung, ist eine Frage hier? Nur wenn Sie möchten. Ja, also die Frage. Eine Frage online. Ich möchte die Frage online vorlesen. Welchen Sinn haben Schmerz von kleinen Babys, was haben sie Schlimmes getan? Es ist nicht immer die Schmerzen von den Babys, es ist manchmal Schmerzen für die Älteren, die sehr taub und sehr unaufmerksam gewesen am Leben und es kommt denen meistens zu erwecken und weiche Herz zu machen. Und kann sein, dass diese Babys kommen in eine Wiedergeburt, um zu bezahlen das, was sie haben gemacht in andere Leben. Ich bin nicht Gott, ich weiß es nicht. Aber jede Familie,
die hat irgendeine schwierige Situation gehabt. Bei vielen Leuten hat das gebracht Gottes Nähe, weiches Herz. Und ich würde sagen, das Allerwichtigste, das, was dir Schmerzen gehabt, das ist der Grund, dass du lebst, um der anderen Leute diese Schmerz zu erleichtern. Ich wiederhole den Satz, wenn ich wurde gekündigt von meiner Arbeit, das war nicht umsonst. Es wurde, dass ich Tipps gebe andere Leute, warum oder wie geht man um, wie ist man gekündigt. Wenn jemand hat kranke Kinder und er kümmert auf sie, sehr schön auf diesen Schatz und auf diese Prüfung, soll er teilen andere Leute, die haben dieselbe Zorres, sich aufzustehen. Wenn eine Frau nach dem Geburt von einem Baby hat Depression, so motivieren eine andere Frau, die hat Depression, sie aufzuheben. Ich kann dir sagen, wenn du hebst andere Leute von deinen Erfahrungen von Zorres, hebst du dich selbst. Sag diese Familie mit dem kranken Baby, sie sollen suchen andere Familien mit kranken Baby, die denen schlechter gehen, und sie werden erkennen ihre Aufgabe in dieser Welt. Dann ist noch eine Frage, warum ist der Petzer der allerschlimmste Mensch und nicht der Ausbeuter, Folterer oder Mörder? Weil ein Petzer bringt zu einem Massenmord, so wie Doye Goadoimi hat gepetzt über die Kohanim in Nov, und es bringt zum Krieg und zu viel schlimmere Sachen. Individuelle Sachen sind zwischen Menschen. Petzen kann bringen die ganzen Tempelzerstörung war wegen ein Petzen von einem Juden, die hat man ihn weggeschmissen von einer Party, gegangen zu dem römischen Kaiser, hat man verbrannt unsere zweiten Tempel. Wir sind Juden super sensibel für Petzen. Also ein Mörder, ein römischer, ist nicht so schlimm. Aber wenn einer geht zu Titus oder was weiß ich, zu die Shalitim von die Romaim und petzt, was machen die Juden in Jerusalem? Das macht kaputt unser Volk. Wenn eigene Familie macht, ich habe mit jemandem in Deutschland gesprochen, nicht Jude jetzt, wo sein Schwiegersohn hat gearbeitet bei ihm in der Fabrik und er hat ihn gepetzt im Finanzamt. Nun, haben sie schon alles geregelt. Mit guter Rechtsanwälte haben sie mit Geld alles geregelt. Wo ist jetzt das Problem? Die anderen Kinder und die Mama wollen nicht mehr diese Ehepaar haben. Eigene Sohn petzt den Schwiegervater wegen Geld. Menschen machen sowas. Nimm ein Medium, schließ die Sachen. Das ist eine schlimme Sache. Ich will nicht so einen schönen Abend mit negativen Petzen. Aber Petzen bringt viel mehr Schlimm und es hat keine Hoffnung. Ein Mensch, der petzt, der hat keine Hoffnung. Jeder andere Sündiger hat auch eine Hoffnung und Tshuva. Wenn einer ist Malshan, steht geschrieben in die Sidur, Vela Malshinim, Vela Minim, Alti Tikva, ich erzähle euch keine, ich lese euch vor. Gegen die Heretiker, den Verleumden sei keine Hoffnung. Und alle Übeltäter mögen, okay, ich will nicht sagen, viele, viele schlimme, es gibt keine negative, wie man sagt, Segen über andere Sündiger. Es gibt Sünden, wo der Mensch hat einen schlechten Trieb. Geld, Frauen, andere Sachen, was steckt dahinter? Aber frisch, gesund und mit Schuhe petzen oder über jemand übel reden zu vermitteln, ein Giftiger zu sein hinter die Rücken, Familie kaputt machen, mit Spruches ruinieren, sagen, dass die Frau nimmt Medikamente, psychische, ein kleiner Petzen, hast du die ganze Spruche kaputt gemacht. Für jahrelang, man kann Familie für ewig urinieren. Ruinieren. Auch ruinieren. Gibt es hier aus dem Raum Fragen? Sonst würde ich noch eine Frage aus dem Chat lesen. Dann lese ich noch eine Frage aus dem Chat. Wenn es mir schlecht geht durch andere Menschen, auf die ich angewiesen bin, warum bin ich selbst dran schuld? Weil Gott hat gemacht, der Mensch, wie eine Puzzle. Entweder muss er machen den Tschubtschik oder dem Loch. Also wenn jemand tretet man auf ihm, heißt, er hat dich zu breit gemacht. Wenn ein Mensch ist demütig, sanftmütig,
Denn magnetisiert er Gutes? Wenn ein Mensch magnetisiert schlecht, er muss beginnen mit sich zu denken, was mache ich falsch? Und ändern seine Umgebung. Und wenn seine Umgebung ist schlecht, soll er umziehen? Soll er wechseln die Gemeinde? Soll er wechseln den Rahmen? Maimonides sagt, wenn deine Umgebung ist schlecht, geh zu einer anderen Stadt, du musst nicht bleiben und sagen, ja, ich leide, die sind schlecht. Was hast du dort zu suchen? Was war eine leichte Ausrede? Ich bin ein Opferrolle. Das ist das Leichteste, was Menschen suchen heute. Alle sind schlecht, drum mir noch, ich bin der Oberzadik. Interessant. In Jiddisch sagt man, wenn alle sagen, bist du schicker, bist du besoffen, geh schlafen. Nein, die sind alle besoffen, ich bin wach. Aber alle streiten mit ihr. Frag sie warum? Etwas macht sie falsch. Es kann nicht sein, alle. Auch Mordechai Yehudi, ein großer Prophet, viele haben ihn geliebt, manche haben ihn nicht geliebt. Naja, legitim. So ist das, sie haben gesagt am Anfang von Shiur, dass manche mir lieben, ja, manche auch nicht. So what? Menschen haben verschiedene Meinungen, verschiedene. König David sagt mir, Oivaite Chakmeini, von meinen Feinden werde ich klug, ich lerne, was mache ich falsch. Sie sagen mir die Wahrheit im Gesicht, mindestens. Schäm dich mit deinem Deutsch, verbessere dein Deutsch, schreiben mir Leute. Hör auf zu schockeln beim Beten. Du hast Nerven auch, du predigst von Ruhe und du hast Nerven. Menschen schreiben radikal, na und? Manche muss ich erklären und manche nicht. Beim Torah lernen schaukelt man. Deutsch versuche ich zu verbessern. Ich bin bereit, alles, jeden Kritik zu nehmen. Und die, die wollen mir hören, sollen hören. Die, die nicht, so schalten zu anderen Kanälen. Sie müssen nicht bleiben bei mir. Gibt es heute, was du willst, von wem du willst. Lerne nur dort, wo du willst. Leolam ilmad adam bemakom shel libo chafetz. Ein Mensch soll immer nur lernen, wo sein Herz zieht ihm. Und wenn sein Herz zieht ihm nicht, Shabbat Shalom, geh woanders. Bleibst du dort und du sagst, es ist mir langweilig, wechsel die Schule. Wo wohnen sie, die alle gegen sie? In welcher Stadt? Bestimmt nicht in Wiesbaden. Wiesbaden sind viele liebe Leute. Bestimmt neben die Brücke dort jetzt, wie die große Stadt. Sie verliert viele Stunden am Tag, sie ist sauer. Das soll lange dauern, die ganze. Gut, Schlusswort, jemand hat noch was auf dem Herzen, jemand will noch was sagen. Ich bitte. Will noch verabschieden. So, hier im Raum gibt es auch keine Fragen. Ich will mich.